Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerd Crate 2 zu einem neuen Third-Party Legend Scale Review. Letztens hattet ihr bei Dan von Central Bay Reviews die Cartoon-Variante davon. Heute gucken wir uns die G1 Toy-Variante an. Wovon rede ich? Dem absolut exzellenten, den Spoiler kann ich euch echt schon geben, H27 David, aber hier, X. Bevor wir loslegen und wenn ihr hier neu seid, vergesst bitte nicht Abo zu klicken und auch die kleine Glocke zu drücken. Auf die Art und Weise vergesst ihr auf keinen Fall, wenn ich was Neues bringe. Und wenn ihr Toy News wollt, folgt mir auch auf Instagram und auf Facebook. Wie soll es anders sein bei New Age Toys? Die Toy-Variante X kommt hierbei auch in einer Toy-perfekten Box. Das gesehen und dachte so, oh, schön, kennst du. Aber schön. Wirklich, wirklich toll. Sieht absolut hervorragend aus. Wir haben hier ein tolles Artwork von G1 Prime, Legendary Heroes, absolut perfekt. Innen drin habe ich noch den Trailer mit dem Autobot Insignia. Das ist übrigens auch wieder ein Stück des Sheets, das ich von Terry bekommen habe, als ich bei ihm eingekauft habe. Sehr, sehr gut, silber umrandet, tippitoppi. Und ist nicht immer so, ist teilweise bei Vorbestellung manchmal so. Ich glaube, weil ich das erste Mal bestellt hatte, beim letzten Mal gab es das nicht. Aber ja, sehr schön auf der Seite einmal entsprechend. Optimus Prime ist ein Truck Mode, alles überall mit dem Retro-Gitter so rum, ne? Auch oben drauf hier mit dem Artwork noch, auf der anderen Seite dasselbe und hier ein Stück von den, ja, sehr schönen Fotosets, wo wir leider aber nicht viel mehr von zu sehen kriegen. Innen drin gibt es nur ein Standard-Clamshell, aber was wir mal eben hier machen, wenn wir hier schon sind, dann machen wir auch mal einen Verpackungsvergleich. Hier haben wir die Box von meinem 2002er New Year Special G1 Prime, den ich ja vor ein, ja, mittlerweile schon bald ein Jahr bekommen habe. Das Review findet ihr dann rechts oben in der Ecke. Und das ist einfach schön, wisst ihr? Man sieht es einfach voll. Hier ist jetzt kein Artwork oder was da so drin ist, ne? Das hätten sie hier noch machen können. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem wirklich alles perfekt getroffen, weil ich vor allem cool finde, das machen wir mal eben so ein bisschen so, wie sie die Artworks einfach getroffen haben, ne? Sehr, sehr cool. Den hier halt ein bisschen aktualisierter, voll auf deren eigenem Darius-Mode sozusagen basiert. Und hier halt die Toy-Variante, aber sieht doch spitze aus. Absolut Granate. Also ich finde es gut, hier konnten sie jetzt nicht, ne? Aber trotzdem, dann wenigstens was Eigenes. Ist trotzdem schön. Schön retro. Beide Boxen beieinander. Macht doch richtig was her. Dann haben wir hier New Age Toys Darius X, was ist das? H27X mit allem, wo man da so kommt. Übliche Prozedere bei der Anleitung, da kann ich euch tatsächlich nicht allzu viel sagen. Wer New Age Toys kennt, kennt die Anleitung. Schwarze Grafiken, rot hervorgehoben. Kein Schmerz. Dann haben wir hier einen super süßen Roller, dann entsprechend in den Toy-Farben, weil Cartoon wäre das dann entsprechend Silber. Nicht sonderlich viel drüber zu erzählen. Roller, im Endeffekt perfekt, Profil an den Reifen, paar schöne Details, Lampen vorne bemalt, die Leuchte oben drauf bemalt, ein bisschen Paint Bleed, aber auch nur ein bisschen, ich schätze, das lässt sich sogar einfach so wegkratzen, höchstwahrscheinlich. Und hinten haben wir dann ein paar Ports, unter anderem können wir das Ganze hier hochfalten und damit können wir dann, da müssen wir mal eben kurz zu seiner kleinen Goodie-Tüte kommen, nämlich auch tatsächlich sein Blaster hier oben einstecken, wie das dann sonst auch entsprechend der Fall war. Das funktioniert, das ist cool. Wenn wir das rausziehen und noch ein Stück weiter drehen, haben wir dann hier oben noch den viel wichtigeren Port. Damit können wir dann nämlich entsprechend, das habe ich hier gerade so offen gelassen, damit wir den leichter rauskriegen, den Anhänger von Prime entsprechend dann auch ziehen lassen, wie man das so kennt. Witziges kleines Zusatzdetail ist dann oben drin auch noch, dass wir noch ein paar zusätzliche kleine Waffen oben drauf haben. Also der kleine Kerl kann sich dann noch selber verteidigen, aber kann man das runter rotieren und dann sieht er doch wieder tippitoppi aus. Da wir eben schon bei der kleinen Tüte waren, haben wir dann hier seinen perfekten Ion Blaster, also Primes Ion Blaster. Wer meckert? Meine Katze meckert, aber die haut gerade wieder nach hinten ab. Den ganzen Tag Aufmerksamkeit gehabt. Meint ihr, das reicht? Nein. Sieht spitze aus. Habt ihr schon gesehen, einmal bei Roller zu inkludieren und dann auch entsprechend später bei Prime. Da kommen wir dann zu. Passt aber nochmal in seine Hand. Ganz ehrlich, kein Schmerz. Schön Silber hier drin angemalt. Ansonsten schwarzes Base-Plastik. Ist der normale Ion Blaster.
Dann haben wir ansonsten nur noch Hände und was ziemlich cool ist, erstens funktioniert über die normale New Age Thematik, ihr habt denn hier also diesen kleinen Pack, zieht das Ganze raus und habt denn hier auch eine schöne posierende Hand. Diese sind perfekt gemacht, sind blau lackiert auf dem schwarzen Sprue, schön mit Gelenken und wir haben hier tatsächlich noch ein bewegliches Handgelenk. Sprich, ihr könnt den echt ziemlich heroisch landen lassen, das ist cool. Und unter dem Gusto müssen wir auch kurz die Axt abhandeln, da gibt es nicht allzu viel. Ihr kennt das ungeschriebenes Gesetz, wie es der gute Bobby Skullface mal irgendwann eingeführt hat. Wir müssen dann entsprechend auch eine Energon-Axt haben. Eigentlich ist die super klar, die sieht spitze aus, ganz toll. Keine großartigen Blasen, also dieses kleine Ding hier vom Sprue, ne? Aber sonst spitze und operiert über denselben Pack. Final kommt Prime natürlich mit seinem Trailer. Wir haben hier diese Anhängerkupplung, die könnt ihr ganz einfach mit dem Pack einmal so ein bisschen auseinanderbringen und dann, wenn ihr den wieder zusammen haben wollt, unterhalb des Packs so ein bisschen mit dem Spudshot zusammendrücken und der sitzt hier zusammen. Und wir haben hier dann entsprechend den Trailer, der im Endeffekt perfekt ist. Sieht toll aus. Silber, komplett bemalt mit einem super Streifen. Schön den Dry Rub hier drauf, damit es auch gut aussieht. Bisschen größer als das, was hier auf der Seite ist. Das muss aber auch nicht zu übertrieben. Manche übertreiben das ganz gerne. Jedem Tierchen sein Pesierchen. Wenn ihr das gut findet, okay, ich muss es nicht so groß haben. Sieht aber klasse aus. Schön die ganzen Details von der Trailer-Seite. Die Türen hier, die auch vernünftig aufgehen. Also, ich glaube, wenn ich... Oh, wenn ich den Toy-Megatron habe, den Comic-Megatron habe, dann muss ich da mal eine neue Version von meinem Foto hier machen. Ja, schön. Auch bemalte Leuchten. Nee, ich dachte erst, das wäre so ein bisschen transluzent. Ist es aber tatsächlich nicht. Es ist einfach nur verdammt gut lackiert. Mit den platten Pins hier für die Felgen. Das funktioniert, finde ich. Und unten drunter entsprechend Ersatzreifen und Details vom Trailer. Sehr schön. Und anders als das G1-Toy kann er tatsächlich auch vernünftig selber stehen. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist Prime. Also kann dieser Trailer entsprechend auch aufgehen zu seiner Kampfstation. Super geil. Jetzt nicht irgendwie großartig bemalt, ne? Aber da kommen wir gleich zu. Wir müssen dann noch seine entsprechenden Struts, die Stützen rausnehmen. Das ist aber nicht alles. Die machen das tatsächlich auch noch, dass das hier so ein bisschen rauskommt. Und tatsächlich eine wirkliche Stütze wird, so damit er auch schön stabil steht. Vielleicht kommen ja noch mal ein paar, ein paar Aufkleber dafür. Kommt jetzt keine Rampe hier raus. Das ist ein bisschen schade. Dafür sind ja normalerweise die Türen da. Aber ich denke, für so ein kleines Ding lassen wir die Kirche da mal im Dorf. Und wir haben dann hier diese ganzen gloriösen Details hier drin. Wirklich, wirklich toll. Ach, was erzähle ich denn? Hier ist eine Rampe. Hier ist eine Rampe. Komme ich da so ran? Nee, da komme ich so nicht ran. Da ist eine Rampe drin. Das sehe ich jetzt erst. Setz dich doch mal mit deinem Kram vernünftig auseinander, Kühne. Was ist denn los? Mann. So, und dann haben wir hier auch entsprechend eine schöne Rampe. Cool, sehr cool. Mit dem Pfeil auch wie bei G1 Prime Go. Sehr cool. Gucken wir uns da den Vergleich nochmal fix an. Aber dann haben wir hier auch seine Drohne. Die kann hochkommen. Wir haben das hier schön auf dem Arm. Wir haben den Kerl hier oben auf dem Ballpack. Der kann also auch in anderen Gefilden agieren. Jetzt nicht hier die großen Aufbauten, aber irgendwo ist halt auch mal ein bisschen bei der Rodder hier. Irgendwo ist halt auch mal Feierabend. Und da können wir dann hier entsprechend dann auch Prime so ein bisschen in so einer Kuhle hier quasi parken. Und dann können wir hier Roller hier drin haben. Also wir haben das volle Spielfeature, ne? Wir haben das volle Spielfeature. Dann nehme ich dann hier auch den Arm. Der agiert hier auf dem Doppelgelenk. Der kommt so ein bisschen schlecht runter, aber nichtsdestotrotz ist das Ding dennoch spitze. Wir können die Hand nämlich nach unten bringen und diese Klammer auch noch aufmachen. Also da geht sehr, sehr viel mit. Die kleine Radarschüssel können wir dann auch noch. Erst bringst du das Ding runter, dann bringst du das Ding wieder hoch. hochbringen und ich glaube, das kleine Cockpit geht auch bestimmt auch noch auf, oder? Ich schätze, oder? Ja, hier hinten. Könnt ihr sogar, wenn ihr jemanden habt, jemand ganz Kleines reinsetzen. Super cool. Dann könnt ihr das machen. Und natürlich, wie soll es anders sein, wenn ihr den Kerl dann rausnehmt, könnt ihr das ganze Ding dann auch entsprechend aufstellen. Das Ganze hier anwinkeln. Und dann habt ihr hier die volle. Na, ich denke, das könnte man vielleicht noch. Das wäre. Ah, okay, hier lässt sich das auch noch. Oder? Lässt sich das hier gar nicht rotieren? Nee, leider nicht. Ah, das wäre schön gewesen. Aber das geht trotzdem ziemlich weit runter. Das ist übrigens auch noch ein Feature. Da müssen wir gleich drüber reden. Nicht, dass man das ganze Ding abnehmen kann. Aber, dass wir tatsächlich
Ich glaube, das war damals auch so. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber man muss da bloß ein bisschen reinhaken und dann sehen, dass man das hier rauskriegt. Diese komplette Kampfstation tatsächlich rausnehmen kann. Was mir gerade ein bisschen Grief gibt hier. Da ist aber eine Lücke. So. Mal gucken hier. Na, komm her. Da ist er. Können wir das ganze Ding nämlich rausnehmen. Das ist cool. Können das zusammenfalten und das denn hier auf diesen Teil setzen. Und haben dann, indeed, diesen kleinen Kampfstation-Modus. Muss man scheinbar genau gerade drauf setzen oder es gibt wohl leichte Probleme, aber ja, genau, da haben wir den. Voll witzig, voll witzig. Dann können wir das Ding hier abnehmen. Und dann haben wir hier sogar den Leuchten nach vorne, das ist ein bisschen witzig, aber wir haben hier tatsächlich noch so ein diese kleine Drohne. Die lässt sich jetzt nicht mehr mit Roller kombinieren. Das wäre witzig gewesen, wenn hier noch was zum Ausklappen wäre oder so, ne? Wie das bei MV44 ist, aber wie ich neuerdings immer ein bisschen häufiger sage, Kirche im Dorf lassen. Aber wir könnten hier, wie gesagt, immer noch den kleinen Mokel reinsetzen und das kommt ein bisschen viel raus gerade, aber okay. Und dann habt ihr trotzdem hier diese kleine Zusatzdrohne. Ist doch witzig. Also ihr kriegt echt ordentlich Spielspaß bei dem Ding raus. Und das Ding, oh, es ist tight, tight like a tiger. Schon die zweite Referenz, jetzt sollte ich mal einen Skullface-Counter einführen. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Oh, ich glaube, die Toleranzen haben sie sich bei Iron Factory abgeguckt. Aber dann ist das auch nicht schwer wieder einzupacken. Ne? Einfach wieder unten drunter. Hier, ihr bringt dann wieder die Struts entsprechend rein. Und habt den Trailer einigermaßen schnell auch wieder entsprechend einsatzfähig, aber was ich ja auf jeden Fall nochmal machen will, bevor wir das ganze Ding wieder zusammenbauen, muss dann, finde ich, schon ein direkter Vergleich sein. Also hier haben wir den G1-Kampfstation, wir haben hier die zusätzliche Dire Clone Micronaut Station drin, wo man die reinsetzen kann mit den ganzen Stickern. Das fehlt jetzt hier. Wie gesagt, die kann man bestimmt irgendwie reproduzieren und dann was aufbringen oder vielleicht das hier vielleicht so ausmalen. Wenn es ein guter Paintjob wäre, aber dann schön Roller hier mit drinnen, ne? Das ist cool. Wie gesagt, wir haben hier den kleinen, hier haben wir, bleibst du mal eben da. Wir haben hier den kleinen Pfeil, das ist cool. Und hier dann entsprechend das Go, also schön viele Anlehnungen. Und ich denke, für G1-Toy-Enthusiasten ist bei dem Ding hier alles bei. Wenn ihr den in Detail sehen wollt, guckt, wie gesagt, bitte oben in das G1 Prime Review. Und wenn wir dann hier sind und angekoppelt haben, haben wir hier den wundertollen G1 Prime. Die Toy-Variante von David. Und der ist klasse. Wie gesagt, das ist relativ easy, dass das rausgeht, aber das ist ganz leicht zu klären. Wie gesagt, das sind zwei kleine Klammern, die sich einfach zusammendrücken lassen. Das macht ihr einmal auf der linken Seite mit dem Spudger und auf der rechten Seite auch entsprechend mit dem Spudger und dann hält das auch gut genug zusammen und zum Rausbringen müsst ihr tatsächlich nur einmal kräftig ziehen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Toller Truck. Absolute Spitzenklasse. Ganz ehrlich, wir können den Kuhfänger ein bisschen oder den Grill ein bisschen angewinkelt lassen oder halt entsprechend gerade und haben den hier ehrlich gesagt ziemlich toll perfekt, ne? Muss man einfach sagen, abgesehen von dem Aufbau hier, ja, aber wie gesagt, Legends, einfach mal easy bleiben und genießen, was man hat. Ein bisschen rundherum mal eben für euch. Tolle Front, tolle Seite, von jedem Winkel wirklich, wirklich, wirklich gut, ne? Absolut klasse. Toll, wirklich toll. Also obwohl ich jetzt den G1 Prime hatte, habe ich gesagt, den möchte ich gern haben, vielleicht noch andere Variationen. Der Truck, die Zugmaschine, der Semi, wie man so schön sagt, Semi Cab Over Tractor Trailer, weil die Kabine Cab Over den Motor Tractor Trailer. Also es ist eine komische Kombination an Worten, aber heißt in den Staaten halt tatsächlich so. Sieht toll aus. Wir haben den die meiste Zeit komplett lackiert. Also wirklich, wirklich super, bis auf diesen leichten matteren Teil hier oben. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, das fällt kaum auf. Schön der silberne Streifen, geht rum. Kanalisiert hier nahezu perfekt in die Front und in die Stoßstange. Und die Scheinwerfer. An der Seite haben wir hier einen Tank tatsächlich dabei. Die Transformation der Beine ist anders als bei Lukulu, was cool ist. Tatsächlich ein bisschen anders, um das Ganze entsprechend entweder zusammenzubauen oder dann entsprechend hier im Prime-Modus zu haben. Die Felgen, wie gesagt, finde ich, funktionieren durch die Bank weg, weil wir überall dieselben Pins haben. Das macht das Ganze halt komplett. Dann die Stützen für den Trailer. Den Trailer selber hatten wir gerade schon, aber ist doch geil. Ist doch ein super geiles Ding.
Klar haben wir jetzt so ein paar so Details wie hier so aus dem Bot-Modus, die kommen so ein bisschen durch, ne? Aber sonst erkennt man da nicht viel vom Bot, muss man sagen. Wir haben hier so die Fake-Tanks so, ne? Das ist auch mehr tatsächlich so ein bisschen, wenn man die Augen zusammenkneift, so ein bisschen schon. Quasi Chassis, also auch die kleinen Leuchten hier oben, ne? Guck dir das mal an, alles bemalt hier, ne? Die Ränder, die Scheibenwischer. Absolut verrückt. Wirklich, wirklich toll. Ah, ja. Herrlich. Und was stellen wir da wohl einmal neben? Hm? Na klar. Und wie gut sieht das aus? Wir haben zwar hier nicht dieses cybertronische Detail, aber wir haben hier ein rundes Detail. Dann haben wir hier schön die Autobot-Symbole hier auf beiden Seiten. Das ist ansonsten, passt das wirklich super gut. Wir haben hier keine silberne Umrandung, aber trotzdem, das ist halt der alte Standard und der neue. Und trotzdem muss ich sagen, ne, es passt, weil wir haben hier haben wir hinten blau, hier haben wir hinten blau, silber, silbergrau. Aber trotzdem, ne, also es ist absolute Spitzenklasse. Also auch wenn man dann sagt, so, jetzt kann ich mal quasi sowas wie eine Treppe machen, was ganz viele Leute machen. Klein und groß übereinander und das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen extremisieren und nochmal, da gibt es ja noch mehr. Also es ist witzig, aber es sieht spitze aus. Das ist ja, guck mal, sogar hier ist der Aufbau unten da. Und hier haben wir das quasi auch so. Also, ich denke, für Legends geht es nicht viel perfekter. Granate, ey. Wirklich, wirklich schön. Kann ich nicht anders sagen. Aber ganz kurz, bevor wir transformieren, nochmal schnell die Zugmaschine abkoppeln. Das wollte ich sagen. Denn auch wenn das ein Detail für den Bot-Modus ist, müssen wir trotzdem einfach mal wirklich, ich finde, wir müssen das zu schätzen wissen, dass wir hier denn auch diese Tempos dran haben, wisst ihr? Trotzdem ein vernünftiges Heck mit Leuchten. Ich finde das cool. Hier sind wir nochmal vom Aufbau. Den Rest gleich im Bot-Modus. Denn die Transformation ist ein herrliches 3D-Puzzle. Zuerst, denke ich, lösen wir am besten die Füße. Dafür nehmen wir die einmal hier so ab. Und die sind hier mit diesen kleinen Packs hier oben in der Vertiefung drin. Die bringt ihr raus, bringt den ganzen Bereich hier raus, dass ihr hier dieses Grillsegment habt und dreht die Füße schon mal 180 Grad und bringt seine Hacke hier hinten einmal raus. Jetzt wird es friemelig, aber cool. Wir trennen die Beine, wir trennen die Tanks hier von den Seiten ab. Die sind hier oben einmal über diesem Pack eingepackt. Das machen wir auf beiden Seiten. Wobei, das machen wir gleich. Machen wir wie immer. Machen wir gleich. Dann nehmen wir den Teil hier raus und das wird ziemlich cool. Das kommt runter. Das klappt hier entsprechend ein. Den nehmen wir wieder hoch und dann rotiert, nachdem wir den Tank aus dem Weg genommen haben, den können wir nämlich hier auch schon mal an die Seite einbringen, das ganze Teil nämlich rum. Und wir können den Teil runterbringen. Dieser packt hier drinnen, nämlich an der Seite ein. Wir haben dann den Fuß auch schon in der richtigen Position, den Fuß, genau. Und dann müssen wir nämlich nur noch das ganze Stück 180 Grad drehen, seine Hälfte der Anhängerkupplung hier einmal mit reinbringen. Das verschwindet dann komplett. Dieses Panel bringen wir raus, bringen das runter und das packt hier in die Seite von dem Grillstück einmal ein. Dann bringen wir die zwei runter und wir lösen dieses Stück hier. Das sind nämlich die Rückseite von seiner Hüftsektion und wir können schon mal die komplette Hüftsektion drehen und wir drehen die Beine auch noch 180 Grad, damit die Fake-Tanks dann entsprechend auch richtig außen liegen. Dann kommen wir zum Cap. Wir bringen den Fingernagel hier rein, dass wir das rauskriegen und wir schließen dieses kleine Fenster. Dann lösen wir dieses Teil, kommen auf die andere Seite, machen nochmal genau dasselbe. Raus, runter, raus. Dann haben wir das nämlich auseinandergebracht und wir können diesen ganzen Teil hier einmal auseinanderziehen, soweit das irgendwie geht, damit ihr den entsprechenden Platz habt. Dann können wir nämlich die Arme rausbringen. Die sind hier nämlich in der Seite hier eingepackt über diesen Punkt. Bringt das einfach so raus und spreizt die erstmal zur Seite, damit ihr eine Runde Platz habt. Könnt aber auch schon eigentlich diese Klappen schließen. Dann kommen wir wieder zur Front, nehmen dieses Grillstück, rotiert vorher diese Teile runter, winkelt die ein bisschen an und dreht dieses Stück dann in sich rum, so dass ihr hier dann entsprechend auch schon seht, wo es hingeht. Lasst das aber so, macht das noch nicht. Kommt nach vorne oder nach hinten vielmehr, bringt dieses Panel raus, so dass ihr an den, na wirst du wohl, ist eng gestrengt, aber glaubt mir, es funktioniert. Bringt dann den Kopf einmal über den Spudger raus, so dass der rauskommt und ihr könnt den einmal komplett rotieren. Bringt das Panel rein und das wieder runter und wenn ihr hier schon seid, rotiert ihr die Teile, damit ihr das Backpack komplett habt. Dann kommen wir nämlich zum ersten Teil der Front. Bringt die Teile runter, damit ihr Platz habt. Die orientieren wir entsprechend gleich. Ihr bringt den Teil runter, das ganze Ding winkelt ein. Und zwar auf beiden. Ne, es bewegt sich sehr viel.
auf beiden Seiten und rotiert das Ganze einmal nach hinten. Bevor ihr jetzt aber weitermacht, braucht ihr den Platz, um das hier zu rotieren. Das bringt ihr nämlich, das kann sich ins Gehege kommen. Schiebt das sonst nach vorne, wie ihr es braucht. Räumt das auf, bringt die Arme nach vorne. Dasselbe macht ihr hier. Das Ganze rotiert dann entsprechend, wie gesagt, 180 Grad. Bringt das Paneel nach vorne wieder, wie ihr es braucht. Rotiert die Arme entsprechend, lasst sie aber noch nach außen. Dann könnt ihr final diese Paneele einbringen und nach hinten bringen. Die schieben sich hier dann, so, die schieben sich dann hier an die Seite und rotieren hier nach hinten, so dass das Backpack schon mal quasi komplett ist. Mit den Paneelen wieder etwas aus dem Weg, rotiert ihr die Front nach vorne, so dass ihr die Brust auch fertig habt. Dann könnt ihr nämlich sehen, dass ihr diese Teile rotiert, bringt den ganzen Oberkörper, ihr gesehen, ne, das rockt so rein, über das ganze Paneelgedöns hier, über diese innere Armatur, die hier toll auf Diecast ist, einmal nach innen rein, bringt das dann runter und das schließt hier so, das packt seitlich am Kühlergrill ein und wenn ihr das habt, bringt ihr noch das Backpack runter, legt das hier so entsprechend hin, bringt die Arme auf beiden Seiten runter, rotiert die so, dass sie Sinn machen, inklusive der Fäuste, denn die sind vorher gedreht gewesen, damit sie als entsprechende Sitze im Truck-Modus fungieren. Und wenn ihr das alles geschafft habt, was extrem viel Spaß macht, muss ich euch sagen, habt ihr H27 X-David im Robot-Mode. Fertig. Da kann ich nur sagen, behold. Sieht das gut aus? Und habt ihr diese Verwandlung gesehen? Das ist immer noch alles sehr eingestreckt, das kenne ich aber von Lukulu. Deswegen war das bedingt eine Herausforderung. Das habe ich, glaube ich, bei Lukulu auch schon gesagt. Das ist dieses totale, faszinierende Prinzip, wie New Age Toys es schafft, etwas zu zeigen. Ich sehe das nicht so, ah, nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. I don't feel it. Und dann hast du das in der Hand. Und du denkst dir so, das kann nicht deren Ernst sein. Die killen das Legends Game, Leute. Einmal die Front, die Seite und der Rücken. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Das ist unglaublich, ganz ehrlich. Bevor wir zum Aussehen kommen und so weiter, eben kurz ein Stück Accessoires Teil 2 sozusagen. Der kommt nämlich auch mit einer Matrix. Bringt da mal eben kurz den kleinen Spudger hier rein. Und dann habt ihr seine richtig originalen Fenster und dann habt ihr hier nämlich auch eine Matrix, die sich schnell verlieren lässt. Ja, die ist so klein. Die ist so, so klein. Und die ist aus Diecast. Völlig irre. Silber bemalt, Gold bemalt, blauer Kern, auf der Rückseite Silber. Wahnsinn. Innen drin ist sogar Matrixkammer quasi, wisst ihr? Verrückt. Aber ja, lässt sich wieder einsetzen, Klappe dicht. Alles tippitoppi. Katze kommt gerade wieder raus, sie kriegt wohl ihre 5 Minuten. Jo, gehen wir ein bisschen tiefer rein. Wie gut sieht das Ding aus? Also im Endeffekt G1 perfekt, sogar tatsächlich G1 Toy, also quasi Erstausgabe G1 Toy, wo die Augen noch gelb waren, ne? Und mit den kleinen Luftanlässen hier auf dem Visor, Silber auf der Crest. Money, ich glaube, der Kopf ist sogar bemalt. Ja, der Kopf ist bemalt, das ist kein Base-Plastik. Irre. Schön bemalt die Front hier, auch mit den zusätzlichen Leuchten. Ja, er hat diese Doppelleuchten. Ja, das finde ich auch immer noch uncool. Aber dieses komplette Ding funktioniert sowas von dermaßen gut, dass man einfach drüber hinwegsehen kann und auch muss, weil so viel anderes einfach überzeugt. Es ist verrückt. Schönes Silber hier auf den Seiten. Der Kühlergrill kommt super durch. Dann die entsprechende Hüftportion mit dem Gelb. Und die normalen Sculpt-Details hier auf den Beinen und auf den Knien und auf den Schienbeinen. Ja, Schienbein kann man das schlecht anders nennen. Spitze mit den Tempos hier. Granate. Also wirklich, wirklich Killer. Und dann auch die Füße, was ich euch eben schon im Truck-Modus zeigte, aber trotzdem, damit ihr seht, wie das zusammenspielt. Zusammen mit auf dem Arm, ne? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Vor allem mit den Autobot-Symbolen zusammenkommt, das finde ich echt ziemlich auch verdammt geil, oder? Finde ich schon. Schön Silber an den Smokestacks, der silberne Streifen auf den Arm und das Backpack. Super aufgeräumt. Keine hohlen Räume. Nichts außer diesem kleinen Stück hier. Aber ey, Wahnsinn, ey. Wahnsinn, war der Teil hier alles bemalt, ne? Obwohl es hinten am Rücken liegt. Der Killer. Ich bin wirklich, bei dem Ding bin ich wirklich sprachlos. Ich habe hier echt gesessen eine ganze Zeit lang und habe
das Ding mit Hinkel zusammen echt Dauerfeuer gegeben. Ne? Ich habe echt beide getüdelt, gespielt, transformiert etc. pp. Wahnsinn. Absolut irre. Jo. Artikulation. Kopf ist auf dem Ballpack. Der kann also richtig mit seinen Autobots fliegen. Das ist cool. Und haben dann entsprechend auch dieses zusätzliche Panier hier, das mit einem gewissen Winkel vielleicht auch noch hinhaut. Und dann entsprechend verwirrter Optimus komplett rundherum. Und darüber dann halt auch entsprechend ein sehr gutes Runter. Funktioniert klasse. Leicht über 90 Grad für das Schultergelenk nach außen. Komplett rundherum. Oberarmrotation hier. Wir haben auch theoretisch... Nee, hier haben wir keine. Dachte ich. Wegen dem Pin dachte ich das erst, aber nee. Oberarmrotation, also oberhalb des Ellbogens. Rotation dann da entsprechend. Auch ja, 90 Grad, aber das reicht. Das reicht vollkommen. Und wir haben entsprechend die Hand hier, die wir dann entsprechend über den Pack austauschen können und dann halt auch sonst die leicht artikulierte Hand daran stecken können. Wenn wir das ein bisschen rausbringen, haben wir eine komplett 100% funktionale Hüfte und halt entsprechend auch diesen App Crunch, wo wir dann halt den Primer zwischendurch ein bisschen zusammenbauen müssen wieder und das bricht hier etwas das Skalp auseinander, aber bei der Größe und es ist alles top toleriert, ne? Es ist top toleriert, also nicht mal das New Age Problem, dass die Oberschenkel schlackern. Das ist die wahrscheinlich beste New Age Figur, die ich bisher hatte. Die ist wahnsinnig gut. Die ist, kann ich makellos sagen? Ich glaube ehrlich gesagt schon. Die Hipskirts kommen nach vorne, raus zur Seite und über dieses Panier hier hinten dann auch nach hinten. Wir haben also eine perfekte Artikulation der Beine für den vollen Spagat und den vollen Frontsplit. Das muss man noch ein bisschen weiter nach hinten und dann geht das auch. Also null Schmerzen, Rotation hier um den Pack. Wir haben nichts Zusätzliches am Knie, aber wir haben Double Jointed Knee für die volle Reichweite. Und sieht auch nicht mal schlecht aus. Nur ein kleines Loch hier. Aber wegen den Tempos sieht das auch spitze aus. Also so eine dynamische Figur, Leute. Es ist Wahnsinn. Und das, obwohl das voll auf Toy gemünzt ist. Ne? Das ist verrückt. Und der Fuß, final. Wir haben Total, also Pivot runter, Pivot hoch, Rocker nach innen. Rocker nach außen. Rennposen sind kein Problem. Und wir haben auch noch einen Toe-Tilt. Die sind völlig wahnsinnig. Die sind wirklich völlig wahnsinnig. Also, ey, was das für eine Figur ist, ne? Ich bin immer noch sprachlos. Vor allem, wenn man sich das Ganze in den kompletten Details, wie hier jetzt gerade mal anguckt. Es ist völlig abartig geil. Optimus Prime alleine kommt auf 53 Gramm, was für die Größe echt schwer ist. Also der hat ordentlich Diecast. Und groß ist er bis zu den Antennen oben wirklich 11,4 cm. Manchmal sieht man auch einfach Qualität, oder? Das ist echt so, oder? Wie gut ist der? Ja, der Spitze. G1 Toy meets G1 Movie. Hier haben wir einmal Studio Series 86 Perceptor im Deluxe Scale. Dann haben wir hier noch wieder Artfire und Legends Scale auch, das ist Iron Factory Void Legion, würde also quasi funktionieren, scheint aber tatsächlich ein bisschen unter dem Scale zu sein, denn er ist ein Ticken kleiner. Jedoch müssen wir natürlich auch einmal eben schnell auf mein New Age Display gucken. Hier haben wir dann entsprechend Hinkel, das ist der Megatron, Darius, das ist der Galvatron, das ist Lucifer, Haralda aus dem Galvatron Mold und da hinten haben wir Lukulu, das ist der Magnus aus deren Magnus Mold, den sie da Octavian nennen, passt also alles super gut rein. Auch wenn das jetzt nicht 100% ist, aber die Boxen machen schon auch gut was hier, finde ich. Das funktioniert gut. Also ja, so im Scale wisst ihr dann ungefähr, wie David dann hier auch aussieht. Und final, wie soll es anders sein, wenn wir uns schon den Truck angeguckt haben, müssen wir auch einfach, ehrlich gesagt, die Bob-Modi vergleichen. Und was New Age hier gemacht hat, ist einfach, also erstens ist es schlau, dass die diese beliebten Varianten nochmal rausbringen. Dann ist aber auch die Ausführung der Sache einfach unfassbar. Das ist Wahnsinn. Wenn wir uns einmal hier die Tempos auf den Armen angucken, ne? Mal kurz ein bisschen mehr Licht reinbringen. So, das ist, glaube ich, besser. Guckt euch mal die Tempos auf den Armen hier an. Ne? Autofokus wieder mal. Ist halt verrückt, wie die das gemacht haben. Also wirklich, wirklich toll, ne? Die haben ihr eigenes Mold genommen und das ganz leicht angepasst, haben dann hier aber trotzdem die Form übernommen mit den zwei blauen Rechtecken. Dann an den Knien genauso, ne? Wir haben das Rot, wir haben das Gelb, wir haben das Blau mit den zwei schwarzen Punkten und dem roten Quadrat. Und hier haben sie es umgekehrt gemacht.
haben das also nicht vollkommen geklaut. Additional Cat, ja, heute bei G1 Prime, auch mal schön. Also das ist mega gut. Die haben es einfach umgedreht. Aber es ist trotzdem schlau und es funktioniert und die sehen einfach nebeneinander unfassbar gut aus. Es ist. Jo, oh. Freunde, Final Score zu dem absolut fantastischen New Age Toys H27X David aus der Legendary Heroes Line. Ja, machen ja mittlerweile auch noch was anderes. Deren Variante eines Legends Class. Ja, G1 Toy Optimus Prime. Ich muss gerade überlegen und danach dachte ich, warum muss ich noch überlegen? Ist doch klar, was das ist. Leute, das Ding ist toll. Ich habe das Ding noch nicht geschrieben. Final Score. Aber Dennis sagte mir, seiner ist die höchste Kanalwertung bisher. Und das könnte ich mir hierbei ehrlich gesagt auch vorstellen. Ich werde es im Nachhinein nachschauen. Ich habe mir keine großartige Liste geschrieben, wie hoch meine Bewertungen sind. Das könnte ich eigentlich mal tun. Aber ich gehe hiervon sehr, sehr stark von aus. Ich habe bei dem Kerl nichts Negatives. Wirklich nicht. Also nichts Signifikantes. Das wären eigentlich nur Nitpicks, wie zum Beispiel, dass wieder nicht mehr Fotos drin sind oder von dem Pamphlet eher auf so ein kleines Heft gegangen wird, wo Bilder wirklich drin sind, die sie die ganze Zeit schießen. Aber das ist so minimaler Kram. Wie soll man da Punkte abziehen, wenn es so eine Box gibt? Wisst ihr? Dann haben wir die Accessoires. Es gibt nichts, was dabei keinen Sinn machen würde. Es wäre ein Blast-Effekt für den Blaster, wäre schön gewesen. Das vielleicht. Und wirklich geschlossene Fäuste. Aber das ist auch alles. Ich kann nicht sagen, dass dieser Prime beschädigte Teile bräuchte, denn dieser Prime war nicht im Film. Dafür gibt es den 27 David. Und ich glaube, der hat das tatsächlich. Und ansonsten hat er alles, womit der G1 Toy Prime auch kommen sollte. Bis auf den kleinen Punkt kann ich da nichts weiteres abziehen. Wir haben ein unfassbares generelles Erscheinungsbild, wenn man das aus der Box nimmt. Das ist, was Appearance bei mir aussagt. Ihr nehmt das Ding aus der Box. Seid ihr geflasht oder seid ihr nicht geflasht? Dann aber die Materialien. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, bei New Age Toys wird nie was brechen. Ich glaube, ich habe auch noch nie was brechen sehen bei Magic Square, bei New Age Toys. Die Farben sind der Wahnsinn. Es ist alles toll bemalt, bis auf Teile, wo sie es nicht aufbringen konnten, wie beziehungsweise vielleicht wollten. Da einfach, wie zum Beispiel an dem Kragenstück hier oben, ne, entsprechend eventuell Paintrub wäre. Das ist schlau. Die Sculpt-Details sind der Wahnsinn. Es ist alles crisp, sogar die gelben Leuchten hier auf der Hüftportion sind rausmodelliert. Das ist alles rausmodelliert. Alles andere, was daran bedruckt sein muss, wie Tempos, ist perfekt gemacht. Ich habe der Robot-Mode. Man guckt sich das an, denkt sich so, das ist doch schwarze Magie, oder? Das ist super. Das ist eine klare 10. Der Truck ist eine klare 10. Weil das Ding ist, ich weiß, ich habe vorher gemault über diese Doppelleuchten im Bot-Modus, aber wenn man das Ding vor der Nase hat, das habe ich letztens bei einem Review auch schon gesagt, wenn alles so dermaßen gut funktioniert, dann hebt das die Ästhetik einfach nochmal höher. Ich glaube, es war auch bei New Age Toys Hephaistos, dem Devastator. Und das ist einfach ein so komplettes Paket, das so dermaßen toll ist, inklusive des Engineerings, denn das Engineering hierbei ist perfekt. Da ist nichts zu eng geschnitten, alles funktioniert super, nichts wackelt, nichts klappert, es lässt sich toll transformieren. Die Transformation ist kompliziert, aber intuitiv. Es ist ein 3D-Puzzle, das Spaß macht und ist von Modi zu Modi 100% einfach belohnt. Es macht Spaß, man wird süchtig danach. Ich habe den jetzt schon so oft transformiert und es ist immer wieder schön. Der Preis hierbei ist happig, das müssen wir festhalten. Dieses kleine Ding kostet, ich glaube, der hat mich bei Terry 110 gekostet. Ich blende euch das hier mal ein, ich hole das auf meinem Account drauf. Aber der ist es wert, denn das Ding kostet 110. Der Masterpiece Prime von Transform Element kostet auch 110, muss man sagen. Da ist aber kein Trailer bei. Und wenn wir dann auf einen Masterpiece Trailer gehen, auf das offizielle von Takara Tomy, sind wir, wie auch schon so häufig beschwert, bei den 450. Alles in allem ist das Ding so dermaßen gut geworden, dass ich den Value for Money Betrag einfach nicht weiter runterdrehen kann als eine 8.
weil es trotzdem unfassbar viel und tolle Sachen an diesem Ding gibt, was einem einfach so viel gibt, immer weiter zu schauen nach neuen Details und auch selber zu probieren. Okay, ich bin jetzt an der Einstellung, an der Transformation haken geblieben, wie kriege ich es besser hin? Und das kriegt man hin. Man kriegt einen schönen Ablauf dafür hin. Das ist einfach toll und man muss im Endeffekt nur noch mit sich selber ausbaldowern. Ist mir das zu teuer oder nicht? Deswegen, Leute, das ist eine klare Empfehlung. Wenn ihr die Cartoon-Variante wollt, schlagt bei David zu. Das Review findet ihr bei Dennis von Santa the Bay Reviews. Und wenn ihr die Toy-Variante haben wollt, haut rein. Das ist eine ganz, 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 ganz klare Empfehlung. Ob das auch von Lilly ist, das kann ich euch allerdings nicht sagen. Was war das denn? Du bist hier genau richtig, Schatz. Was hältst du von dem Kerl? Ja, der ist toll, ne? Der ist ganz klasse. Kurz und schmerzlos. Das reicht ja auch schon manchmal. Dankeschön. Normalerweise formuliere ich ja sowas eigentlich ganz gerne selber, aber ja, was Dennis da gesagt hat, ist absolut richtig. Was New Age hier abgefeuert hat, ist der absolute Wahnsinn. Unglaublich. Echt ein Denkmal gesetzt. Kann man wirklich nur so sagen und ja, es wurde alles gesagt, Leute. Ganz klare Empfehlung. Vielleicht, also auf jeden Fall einer der besten Bots, die ich mir jemals angeguckt habe und die ich auch meinen eigenen nennen darf. Der beste, auf jeden Fall Anwärter für Figur des Jahres. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. In dem Sinne, das war's von mir für heute. Ich glaube, dass ich so reserviert bin, ist selten, aber meine Begeisterung hat, glaube ich, genug Bände gesprochen und deswegen, ja, hoffe, euch hat das Review gefallen. Ich sehe euch beim nächsten Mal und ihr bleibt wach und ihr bleibt gesund. Und tschüss.